Was ist es, das dich antreibt? Ein Gefühl? Ein Streben? Ein unerbittlicher Kampf? Ein Kampf gegen Dünnheit? Gegen Schwäche? Gegen die innere Unzufriedenheit? Kämpfst du gegen diese Dinge? Kämpfst du für Perfektionismus oder Zufriedenheit? Die beste Version deiner selbst? Kämpfst du für oder gegen etwas? Du denkst, es ist irgendwann fertig? Beendet? Das Ziel erreicht? Was dann? Es gibt kein Ende. Es ist der Weg, den wir zu meistern ersuchen, das zu tun, bei dem wir voller Zufriedenheit, Freude, Leidenschaft, Tag für Tag wahres Glück erfahren, bei dem unser tiefstes Ich erblüht, bei dem es egal ist, wie gut es wird, denn es ist gut, kann es getan werden. Die Saat für Wachstum, die Bewegung zum Fortschritt, das Gefühl, dein Zuhause, ein Zuhause für die Seele. Es ist niemals vorbei, wenn du es liebst, denn wenn du es liebst, kann es nicht enden. Andere empfinden es verstörend, sie können es nicht verstehen. Müssen sie das? Ist es falsch, weil es anders ist? Nein, es sind deine Entscheidungen. Entscheidest du sie, sind sie richtig. Baue dein Zuhause so, wie du zu Hause bist. Do it. I'm sicker, faster, bigger, better. I'm sicker, faster, bigger, better. I'm sicker, faster, bigger, better. I'm sicker, sicker, fast, fast, bigger, bigger, better, better. I'm sicker, faster, bigger, better. It's so unfair, but I don't care. I prayed for this, I trained for this. I slaved and never strayed, cause I was paid for this. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the Willkommen, next life, Freunde, zu einer neuen Episode. Hallo meine Freunde und Pumper und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass euch diese andere Art des Intros gefallen hat. Ich wollte mal so meine Gefühlslage und bestimmt auch die Gefühlslage des einen oder anderen Zuschauers widerspiegeln. Wie dem Titel und Thumbnail entnehmen können und auch seht, sind wir unterwegs, denn entgegen aller Erwartungen oder alle Erwartungen erfüllend, ist natürlich klar, dass wir doch nochmal ein neues Gerät holen fürs Home Gym. Denn wir haben uns dazu entschieden, den liegenden Beinbeuger abzugeben. Der wird auch später, wenn wir wieder zu Hause sind, noch geholt. Erstmal, was holen wir ab? Sollen wir es schon verraten? Ja. Dem Kontext entsprechend. Also, wir haben ja wenig Platz im Home Gym. Erstens. Zweitens haben wir jetzt einen Arsch voll Geräte drin. Für den wenigen Platz einen Arsch voll Geräte. Und ein Gerät davon, ich habe es auch schon mal angeteasert, ist halt der liegende Beinbeuger, der halt ultra groß ist. Ne? Aufgrund dessen, dass wir auch noch das Barbarian Line Leg Extension, Leg Curl Attachment haben, brauchen wir jetzt eigentlich nicht ein Gerät, wo so groß ist und wo du halt wirklich original eine Übung dran machen kannst. Auch wenn das Gerät gut ist, Übung geil und so weiter und so fort. Wenn ich mich jetzt selber analysieren müsste, ich meine, wachsen muss immer alles, das ist klar, dicker werden sowieso, aber meine Schwäche ist jetzt nicht unbedingt der Beinbeuger und wir sowieso drüber nachgedacht haben, die GHD halt wieder reinzumachen, ne? Vielleicht mit dem neuen Gerät, was wir jetzt holen, bekommen wir GHD auch noch rein, wird aber sau eng, also eher so 80%, dass es nicht klappt. Haben wir uns dann überlegt, okay, wir haben jetzt zwei Rudergeräte, wir haben jetzt eine Brustpresse, was fehlt noch von den Oberkörper Basic Human Movements als Maschine? Ja, eine Schulterpresse. Also wir holen eine Schulterpresse ab und zwar fahren wir hier zu einem sehr netten Home Gym Kompanen, bei dem wir auch schon die Flame abgeholt haben. Ich glaube, ich habe es damals in einem Video sogar gesagt. Ich habe diese Schulterpresse damals bei ihm ausprobiert und habe direkt gesagt, ey komm, ich nehme die mit, weil ich selten an der Schulterpresse trainiert habe und wir haben ein Studio auch, die pure Kraft und so weiter, die sich so geil in den Delts angefühlt hat. Ne? Plus, du kannst da auch die Sitzeinstellung verstellen und ich bin der Vermutung nahe, dass man da auch sogar eine Art extrem High Incline Press dran machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir tauschen quasi etwas aus, was geil ist, gegen etwas, was noch geiler ist und was so etwa ein bisschen mehr auf meine Schwächen bezieht.
bezogen ist. Also ich denke, die Beine sind eine Stärke, sind jetzt auch im Kontext zur Prep wahrscheinlich auch immer, für immer mein Endgegner. Aber wenn sie in Form sind, dann sind sie auf jeden Fall eine Stärke so. Und wir haben halt einfach noch die Möglichkeit, das am Attachment zu machen und eventuell an der GHD. Deswegen holen wir die Schulterpresse ab. Ich weiß nicht, inwieweit der nette Mann auf YouTube will. Ich glaube nicht so sehr, aber wir werden mal ein bisschen durch sein Homegym gehen, denn er hat da wirklich ein paar richtig, richtig, richtig geile Geräte. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir haben auch gerade so drüber geschnackt, wie cool es eigentlich wäre, wenn wir hier vielleicht ein paar Leute finden, wo jetzt irgendwie fahrtechnisch für uns bezwingbar ist. Hashtag Südwestpfalz. Ein geiles Homegym haben, wo wir vielleicht so ein bisschen Homegyms of Germany Tour machen können. Ich hätte da generell Bock drauf. Also wenn ihr ein geiles Homegym habt, wo es sich auf jeden Fall lohnt, vielleicht halt auch mit Geräten, also nicht nur Rack und Langhantel und so, sondern mit ein paar geilen Geräten, so, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare oder schreibt mich auf Instagram an. Also ich hätte da voll Bock drauf. Außerdem haben wir heute Arschlochtag. Arschlochtag bedeutet in der Prep, wir haben alle drei Tage einen, ja, ich sag mal, getauften Deload Day. Ein Tag, wo wir wirklich nur 720 Kalorien verzehren. Und so ein Tag ist heute. So ein Tag gibt es morgens keine Mahlzeit, sondern nur ERAs. Ihr seht jetzt hier 15 Gramm Yummy ERAs von Peak in dem stabilen Iron Home Gym Shaker vom lieben Tino, der jetzt auch offiziell willkommen, auch an dieser Stelle, im Team Anvil ist. Die Yummy ERAs vom Peak drin, die einzige Mahlzeit, bis wir zu Hause sind. Ansonsten haben wir Arschlochtag, wie gesagt, und ja. Da ist es immer schön, wenn man so eine Tour macht. Ich denke, so ein neues Gerät, das lenkt auf jeden Fall ein bisschen ab. Und wir stehen wieder vor zwei Problemen. Nämlich erstens, wir haben Arschlochtag. Und zweitens, das wird eine Sache wieder von 1-2 Zentimetern, ob wir das Gerät reinkriegen oder ob wir mit offenem Kofferraum fahren müssen. Und da hätte ich gar keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Dann sehen wir uns in einem geilen Homegym wieder. Und schau mal, was der Dude so für neue Geräte hat, denn er ist auch immer fleißig am Searchen. Du musst so machen, alles geht's ja. So. Die musst du so machen. Mhm. Weil wenn du jetzt hier zusammen gehst, genau, fehlt dir Spannung. Ja. Aber so ist er geil. Ganz ehrlich, wenn es leichter ist, das ist besseres Gefühl. Ja. Ist er, ne? Ich freue mich. Da ist das gute Teil. Wenn wir jetzt hier abbauen, dann wird es ins Auto verladen. Und dann wird zu Hause massiv dicke Delts aufgebaut. Also genaue Erklärung machen wir zu Hause. Gleich gibt es noch eine Tour, weil wir haben ja viele Geräte, zu denen ich nicht so viel sagen kann, aber ich kann es auf jeden Fall zeigen. Na guck, ich hab. Ja, das ist locker. Ups. So, das Gerät ist im Auto verladen und wir starten die Gym-Tour jetzt hier mit der ersten Maschine, Beinpresse, und zwar richtig ghetto, weil wie viel sind 90? 90 Kilo Instant drauf mit Backstein. Einfacher geht's nicht. Wie muss ich die lösen hier, ne? Die ist gut. Ich habe so meine Probleme mit 45 Grad Pressen eigentlich. Ich mag die nicht so, weil die geht echt gut auf der Quad. Ich kann schon schön aus der Ferse rausschieben. Auch Vergleich mit der alten Gym 80, wo wir haben, viel angenehmer. Weil die ist nur brachial auf der Rücke. Du hast das Gefühl, die bricht die Rücke durch, weil du so in das Ding presst wirst. Die ist echt angenehm. Gerber, ne? Ich wollte tatsächlich eigentlich die Schulterpresse mir schon mal zulegen, wollte ich wirklich. Aber der Typ hat 500 Verhandlungsbasis. Dann habe ich gesagt, okay, 400. Dann hat er gesagt, nee, macht er nicht. Dann hat er gesagt, genau, dann hat er es runtergemacht für 450. Dann habe ich gesagt, okay, 425. Dann hat er geschrieben, nö. Dann hat er es eine Woche später nochmal drin gehabt für, ich glaube, 400. Aber die ist geil. Das ist Ghetto. Also was man merkt in diesem Home Gym hier, da ist viel Ghetto. Simpel, aber effizient. Funktioniert viel. Die ist auch schon gut. Ich habe die auch in Wien im Das Gym gemacht. Ist schon geil. Wir haben noch eine Flamespot Seithebemaschine, die ich tatsächlich cool finde, weil wollte die auch schon selber holen, auch für unser Studio. Ich finde die hat einen guten Verlauf und hat sehr viel Variabilität. Warte mal, bei Leistungskurve nimmt nach oben hin zu, ne? Ja. Wie mit der Kurzhantel halt. Finde ich aber auch sinnvoll. Deswegen macht Schwingen Sinn. Cybex, wie viele Beinpressen hast du? Zwei. Wie viele Bizepsmaschinen? Drei. Prioritäten setzen.
Nee, die ähnelt sehr dieser No Bullshit Gym 80, wo du so ein Pendel nach am Drehpunkt schiebst. Hm. Die ist auch gut. Pack ich da Full Stack. Ghetto. Schon besser. Aber gut. Also was wir jetzt hier gezeigt bekommen haben schon mal viel, ist, dass natürlich, wenn du in enge Räumlichkeiten rein musst, immer ein bisschen improvisiert werden soll. Und ähnlich wie es bei uns am Kabelturm war, wurde hier auch geflext und geschraubt. Ich weiß nicht. Also ich war gerade überrascht, weil ich dachte, so, das ist eigentlich ursprünglich nur fürs Kreuzheben, aber Brown Base Lunge. Also eigentlich wäre das so mein Maschinchen, weil das ist echt pervers geil für Bulgarians, ne? Es ist schon geil. Das finde ich echt gut. Und ich glaube halt auch zum Rudern geil, ne? Bizepsmaschine Nummer 1 von Schnell. Fühlt sich auch gut an. Ah ja, das ist gut. Peak-Kontraktion lastig, ne? Ja klar, weil ich brauche nicht viel für den Arm. Kann man auch Trizep machen, muss man nur irgendwie umbauen, weil ich da noch keinen Bock drauf. Denver Bauer hat die berühmte Temple Gym Dorian Yates Bizep-Maschine. Das mache ich als zu Hause im Kabel. Auf der Bank, also Schrägbank. Geht auch, aber das ist schon geil. Ich finde es immer, das fühlt sich so stabiler an, wenn das Ding eine Kette hat. Weißt du, seit wann das wieder so ein Trend ist, hab ich das Gefühl? Seit es der Kienzel eigentlich mit jedem macht. Bizep-Maschinen Number 3. Die finde ich fast besser. Ohne Scheiß. Die ist besser. Weil die in der Streckung viel angenehmer ist. Seitlich ist auch geiler Kram. Warum machen die so guter Kram? Ich finde ja, wenn du. Also ich mache jetzt für mich gar keinen Unterschied vom Mehrwert, ob mein Arm jetzt in so einer Schultervorflexion ist oder so. Hopp. Ganz ehrlich, bei den meisten Leuten tut doch aber in der Position dann eher das durch die Schulter weh, weil es eh allzu viel so mache. Wenn ich eine Preacher Curl Variante Maschine nehmen müsste, ist das fast die beste, die ich hier gemacht habe. Sag ich dir ganz ehrlich. Du hast wirklich das Gefühl, du ziehst hier maximal eine Supination. Also, weil du so dagegen drückst hier automatisch, gell? Wenn du sie verkaufst, melde dich. Melde dich. Ja. Ja. Der Unterschied ist, bei vielen Seitenhebmaschine kommst du nicht so. Aber ich find's halt geil, dass du hier so richtig fixiert drin liegst. Ja, du hast hier schon von vielem hier mit das Beste geholt. So, nächster Raum, Ghetto-Raum wieder. Fängt jetzt mal hier mit einer abgesägten T-Bar an. Die ist nämlich eigentlich nicht im Boden fixiert. Okay, hier haben wir Brust- und Arschmaschinen. Einmal Sissy Squat. Sissy Squat, glaube ich, macht keinen Unterschied, ob das 400 oder 200 oder 100 Euro Sissy Squat ist. Dann ist das auch wieder ein Gerber. Das ist im Prinzip wie groß habe ich ihn klein. Ich mag die Gerbers einfach. Die ist einfach gut. Die fühlt sich richtig gut an. Und wenn man schlau ist, macht man sich hier nur ein Polster drum. Das Problem habe ich nämlich bei meiner flachen auch. Ich nehme da einfach so ein Pad halt für Schulterblätter. Wenn du dich da ein bisschen höher positionierst, kommst du hier mehr in die Peak-Contraction-Adduktion rein. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir eine Kickback-Maschine Cybex. Willst du die mal ausprobieren? Ehrliches Feedback da. Oh, die geht gut in die Kannst du weiter hoch? Aha, ja. Genau. Schöner Kokos. Ist gut, ja. Dann haben wir eine David Butterfly. Ja, dass du halt ein bisschen in der Negativachse machst, ne? Würdest du sagen, dass das sehr gut ist? Mit den Griffen, ja. Mit den Griffen, ja? Ah, ja. Normalerweise wäre es so. Nur mit Kabel bin er festgemacht. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht. Okay. Geil, ich lieb's. Oh, aber das ist gut. Das ist geil. Das ist das Schmuckstück, oder? Ja, okay. Ja. Die Cybex Chest Press. Diese Chest Press hat den Vorteil, dass sie mit zwei Gelenken, einmal natürlich in der Achse und aber auch in der Achse frei beweglich ist. Also du kannst hier im Prinzip, kannst du auch fliegende Press machen, simuliert Kurzhandel, weil du halt eine komplette Freiheit in allen Achsen hast. Außer nach unten und nach oben, aber das ist ja die Bewegung, die dich, sag ich mal, ein bisschen eher nervt bei der Bewegung. Also die ist schon. Oh, du hättest eine Batti gehabt, hätte dort mit. Das ist schon das Schmuckstück. Oh, das fühlt sich gut an. Das ist
der Cybex Eagle Leg Extension. Er hat gerade gesagt, das ist der beste auf dem Markt. Nichts gegen das Leg Attachment für die Multibank. Nee, ist schon krass. Latzugmaschine auch von Gerber. Das ist Leg Extension und Curl Combo. Ja. Die hat bei uns in, wie nennt man das? Von einer Stadt und Vorort oder Mitort, Stadtteil, so ein Kraftraum. Da habe ich mir erst 8 Kilo gedrückt und die haben auch die. Also die kenne ich. Wird für mich halt jetzt viel zu viel Platz wegnehmen. Die habe ich vorhin ausprobiert. Die ist brutal, finde ich, fürs einarmige Rudern. Weil, ich meine, das ist ja immer von deiner Größe und von deiner Biomechanik abhängig. Aber hier kommst du echt brutal in den Latt. Weil die so, die geht ein bisschen tiefer im Zug. Mhm. Für so ein Latt-Nazi wäre das genau das Richtige. So, dann haben wir Cybex, Kombi, Adduktoren, Abduktoren. Bei Zauber, bei Auseinander. Den haben wir das letzte Mal auch schon probiert. Das ist der sitzende Beinbeuger. Der war auch geil, nur ich erinnere mich, dass der mir an der Tuberositas wehgetan hat. Aber so sitzender Beuger, das ist schon vom Gefühl her extremer Unterschied zu liegender. Ich meine, wir haben im Studio 2 liegende, ich habe daheim nur liegende Variante, weil nehmen wir, weil die heute abgeholt wird, die eine. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir im Studio unseren Sitzender abgegeben haben, weil ich gesagt habe, wie dumm ist es, sich auf einen Muskel zu setzen, den man trainiert. Und zu dem Zeitpunkt war ich voll überzeugt davon, aber macht schon Sinn. Macht schon Sinn. Cool! Ich habe ein bisschen Angst, dass das raus. Dass das schief geht hier, aber eigentlich ist das richtig stabil, ne? Dann geht's nach Hause. Attacke. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. Alright, wieder zu Hause angekommen nach einer langen Fahrt. Da ja heute Arschlochtag ist, gibt es jetzt erstmal was zu essen. Die erste Mahlzeit des Tages, die erste von nicht wirklich viel. Wenn der Beinburger verkauft ist, das Ding weg ist und wir drüben Platz haben, dann wird es aufgebaut und dann möchte ich euch genau erklären, warum dieses Ding geholt wurde. Jetzt gibt es aber erstmal Futter. Klassisch in der Heißluftfritteuse, noch 2 Minuten, aber in der Regel ist schon fertig. Eine wunderschöne Ladung und zwar sind das 200 Gramm Hähnchen, 300 Gramm Brokkoli und 100 Gramm Spargel. Das wird jetzt massiv gegönnt. Wie gesagt, alle 3 Tage haben wir so einen harten Deload Day. Bin ich so auch nicht gewohnt, aber leider stagniert das Gewicht etwas. Form wird besser. Ja, wir haben nicht mal so lange Zeit bis zum Wettkampf, ne? Naja, bon appetit to myself. So, der Beuger ist weg, leerer Platz und jetzt holen wir das Ding mal rein, beziehungsweise bauen es hier drin auf, weil wir einfach gucken müssen, wie groß es tatsächlich auch hier drin wirkt. Ob wir vielleicht eventuell die umstellen, dahin hin, wie wir es machen, um meistmöglich Platz zu sparen, um eventuell die GHD zu reaktivieren, aber ich bin in mangelnder Hoffnung. Naja, try and error, you never know until you know. Da ist es und zum Glück sind es eigentlich nur 3-mal Schrauben und dann ist fertig. Nur das Rumtragen in der Diät, das ist immer so ein bisschen. Shay. Still beautiful. Ich finde sogar den Griff geil hier in der Mitte. Zwar ist es relativ steil. Ohne Scheiß, ich glaube, das geht. Tada! Es ist jetzt alles hier nochmal so ein bisschen geräumiger. Ja, sieht ganz gut aus. Wir versuchen auf jeden Fall noch die GHD reinzubekommen. Irgendwie, also vielleicht bleibt es nicht final so stehen. Falls wir es hinbekommen, seht ihr auf jeden Fall, nachdem ich Tschüss gesagt habe, nochmal eine kurze Montage. Wie so eine Schulterpresse. Ich habe es schon mal im Auto vorhin gesagt, weil ich einfach denke, dass ich einen Beinbeuger nicht brauche. Wir haben immerhin das Attachment hier noch. Da kannst du einen guten Beinbeuger auch mitmachen. Ist ja eigentlich absurd, weil wir haben eine Multipresse, wir haben Langhanteln, wir haben sämtliche Kurzhanteln und wir haben auch Jammer Arms. Und die Jammer Arms Schulterpresse ist ja auch eine geile Variante. Aber was mir bei den Jammer Arms halt einfach fehlt, ist diese Adduktion. Ne? Oder dieses, ja, zusammengehend. Und das ist halt für die Peak Contraction für den vorderen Delt meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe keinen Stress mehr hier umzubauen. Plus, auch bei Schulterpressen ist es unheimlich wichtig, dass die individuelle Schulterpresse individuell auf dich passt. Sprich, auf deine Biomechanik. Als ich damals die Flame hier abgeholt habe, habe ich die ausprobiert und ich direkt gespürt habe, dass das Ding halt zu mir abartig gut passt. Also zu meiner Biomechanik
und zu meinem Schatz hier hinter der Kamera auch. Aber ein weiterer Grund ist, so, wenn ich den Platz hier für Maschinen benutze, beziehungsweise, ich habe ja immer gesagt, ich will eigentlich eine Hackenschmidt-Beinpressen-Kombo, aber wir haben prinzipiell hier doch so viele Varianten. Ich meine, ihr habt es in den letzten Videos gesehen, übers Haxentraining, was man hier einfach machen kann, dass ich eigentlich sage, okay, für wenn ich so ein Hardcore-Training mache und mich halt einfach auf diesen Raum hier limitieren muss, so, und ich will wirklich ein Hardcore-Training und ich will jetzt die Hackenschmidt machen, dann gehe ich ins Studio, ne? Ansonsten habt ihr gesehen, dass es auch so funktioniert, dass die Haxen wachsen und Schultern können prinzipiell nie zu dick sein. Was man hier noch tun kann, und das finde ich ultra geil, du kannst den Grad, also den Winkel der Rückenlehne einstellen, ne? Von jetzt hier, was jetzt totaler Schwachsinn wäre, ne? Also, boah, da würde ich mir ja hier den Arm brechen. Ich sag mal, von einem sehr nackendominanten Drücken, na, also sehr steil, wo du halt auch gut Mobilität brauchst, die ich zum Glück habe, hey. Zu einem Schulterpress-typischen Pressen und sogar, wenn man es jetzt hier ganz nach hinten stellt, eine schräge Brustpresse bzw. eine richtig schräge Brustpresse für hier, also ich sag mal mit mehr Beteiligung der oberen Brustfasern. Ne, egal in welchem Griff, und ich finde hier sogar den Griff gut. Was ich deswegen noch auf jeden Fall machen werde, ist, weil wir so genauso das Mittelding hier brauchen, für ganz hinten ist die Range of Motion zu klein, ich werde auf jeden Fall so eine coole hier noch irgendwo da oder da reinschnitzen. Ne? Und dann haben wir hier auch mit Sicherheit eine gute schräge Brustpresse. Dann ist hier echt wieder alles im Butter sozusagen. Ne? Auf jeden Fall probieren wir jetzt noch die GHD reinzumachen. Wenn es geklappt hat, seht ihr es in einer Little Outro-Montage. Ich hoffe natürlich auch, dass euch die kleine kurze Gym-Tour gefallen hat. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich vorbeikomme, dass wir vielleicht ein Video drehen auf dem Kanal, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir direkt auf Instagram. Ich hätte da sehr viel Bock drauf, will ihr auch. Ansonsten, ja, ich hoffe, dass... Ja. Wie der Bachelor. Ja. Ja. Ich hoffe, dass ihr das Video interessant fandet. Die Geräte, die ihr dort gehabt habt, waren halt auch so ein bisschen unique, ne? Nicht so Homegym-typisch, aber auf jeden Fall geil. Vieles von sehr guten Dingen zusammengewürfelt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, auch vielleicht die Videofrequenz etwas hochzufahren, wenn es natürlich machbar ist. Wenn das Ganze das Einzige wäre, was man tut, dann wäre es immer ein bisschen einfacher. Aber ich möchte auf jeden Fall versuchen, die Frequenz von den Videos hochzufahren, euch noch mehr Content zu liefern, auch noch mehr Einblick in die Prep. Da habe ich ja gesagt, halte ich mich aktuell ein bisschen im Schatten. Und weil ich einfach auch nicht weiß, ob es letzten Endes klappt. Genau, morgen wird das Ding gleich ausgetestet. Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls es nicht getan wurde. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Videos gefallen, bleibt am Ball, denn wir haben noch viel, viel vor auf diesem YouTube-Kanal. Ist es so Rundfahrt? Nee. Okay, doch, ich mach eine Montage, egal ob GHD drin ist oder nicht. Ja, es klappt. Das muss. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil und...